GeoGuessr auf Rocket Erklär Beast doch erstmal, was GeoGuessr überhaupt ist! Hat jetzt ein eigenes Format und es heißt GeoBattle. Viel Spaß. Hallo, liebe Leute da draußen, wir sind wieder vereint. Nils, Eddie, Lars. Ich habe das dich eben angeschrieben, weil ich kannte die, habe noch nicht partizipiert an dieser Show, habe ich mir die erste Show angeguckt. Ja. Ich habe die Anspielung verstanden. Und hast ihn direkt angeschrien, ne? Nee. Sofort gemacht. Das ist richtig scheiße von dir. Nee. Ich werde jetzt einfach jedes Mal hier angeschnauzt von euch und ich sehe langsam nicht mehr ein. Ganz ehrlich, das sind die Fundamentals. Ja, gut. Vom Hosting. Und du hast jetzt hier eine neue Game-Show gekriegt. Weißt du, was Günther Jauch, wie froh wäre Günther Jauch, hier, ich bleib in der Scheibe, wie froh wäre Günther Jauch, wenn er mal eine neue Game-Show moderieren könnte? Also, wir sind auf jeden Fall hier bei GeoBattle, einer neuen Show, die sich rund um Eddie S. reicht. Ich bin der Champ. Hast du das schon gesagt? Eddie ist tatsächlich, ich glaube, dreimal hintereinander. Wie oft haben wir es gespielt? Dreimal hintereinander hat er jetzt gewonnen. Deswegen habe ich heute Nils ins Boot geholt. Denn Nils, ich glaube, du bist geografisch firm oder nicht? Nee. Ich bin ein Stubenhocker. Ich kenne die Welt nur aus dem Wohnzimmer. Alles, was unter meinem Fenster lang läuft, kann ich dir sagen. Ja. Eine Ilse, deren Hund immer auf die Straße kackt und die immer so tut, als wenn sie es wegmacht, bückt sich, lässt die Kacke liegen und geht weiter. Echt? Da kann ich dir sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, wo Äthiopien liegt. Das ist in Asien, ne? Ja, naja, für dieses Spiel brauchst du ja eigentlich gar nicht viel rumgekommen sein. Weißt du, wo der Petersplatz auf Google Maps ist? Unterwegs gewesen sein? Google Earth. Denn darum geht es. Wir werden irgendwo auf Google Maps, Google Earth rausgelassen. Wie heißt das eigentlich? Street View. Rausgelassen und müssen dann innerhalb von kurzer Zeit erkennen, wo wir sind. Können uns so ein bisschen rumnavigieren. Es kommt bisher sehr gut an. Deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Format draus. Das heißt, es ist GeoBattle. Es gibt auch noch ein paar Special-Dinger. So VR haben wir schon mal angesprochen. Gibt auch noch eine andere Überraschung, die bald kommt. Deswegen GeoBattle ab jetzt jeden Montag. Erstmal die nächsten Montag. Man muss nicht übertreiben. Eddie, wie gesagt, der absolute Gewinner bisher. Nils heute der Herausforderer. Und ich habe heute ausnahmsweise mal kein gutes Gefühl. Bisher war ich immer sehr arrogant, habe wirklich gedacht, ich schlag dich. Wäre ja auch ehrlich gesagt ein bisschen vermessen, wenn du nach 3 Niederlagen immer noch ein gutes Gefühl hättest. Wobei man dazu sagen muss, ne, bei den wichtigen Runden habe ich natürlich immer brilliert und dann irgendwann später, wenn es wirklich nur noch um Glück geht, um die 40 Sekunden, habe ich dann verloren. Aber das haben wir heute auch noch mal ein bisschen gesneakt, gepiekt. Wir werden am Anfang ganz normal spielen und in der letzten Runde darf nur ich Punkte sammeln. Nein, in der letzten Runde spielen wir quasi parallel gegeneinander, weil es nur 40 Sekunden sind, haben wir sowieso nicht viel zu erzählen über die Sachen, sondern es geht sowieso heiß her. Wir werden das alles noch sehen. Lass uns gerne starten. Dazu gebt ihr bitte oben erstmal ein, was haben wir gesagt? Wir machen nochmal, warte, ich habe mir das alles aufgeschrieben, wie ich das geplant habe in der ersten Runde für die normale Map. Also wir machen World. Seht ihr World? Wenn ihr hier oben links auf Browse Maps geht. Browse Maps. Mhm. Und dann The World. The World. Ihr macht Singleplayer, weil wir jetzt nicht gegeneinander parallel spielen. Nicht. Dann bitte auf 3 Minuten einstellen. The World, was? Time Limit? 3 Minuten. Und ich würde fast mal vorschlagen, unser Gast Nils Bohmhoff darf heute mal das finde ich gut. Anfangen. Das ist noch nie gespielt, direkt anfangen, alles klar, kein Problem. Warte, dann mache ich hier Startgame und dann geht's jetzt schon los. Also, könnt ihr mir die Minuten schreien? Ja. Siehst du ja auch oben rechts. Oben rechts siehst du es. Könnt ihr mir die dann so durchsagen? Noch 2 Minuten, 51 Sekunden. Jetzt noch 2,50. Oh. So, was ist das? Meister Bonte? Das ist natürlich schon direkt ein Lucky Punch. Ja. Was steht da? Maison Bonte. Weiß ich nicht. Was Maison ist das? Bonit. Weiter. Ist das irgendwie in Frankreich? Das könnte Frankreich sein. Warte, das ist die falsche Straße. Ich bin ja generell, auch wenn es ein kompetitives Format ist, helfen wir uns hier in diesem Format, Nils. Ah, oh, das ist ja widerlich. Warte, was ist das hier? Das ist ein Punto, oder? Ah, nee, ist ein Corsa, also auf jeden Fall Europa. Was ist da? Shit, kann man nicht erkennen, welches. Könnte EU sein. Also bislang tendiere ich Frankreich, ist meine erste Prognose. Sieht man, wo der Steuer ist? Warte mal. Das ist eine gute Idee. Sieht man nicht so genau, aber ich glaube, hier ist kein Steuer. Also müsste es ganz normale Menschen sein, die hier leben. Ey, da. Hast du mal in die YouTube-Kommentare geguckt? Da sind teilweise so gute Tipps dabei. Aber nie ist erst Das ist auf jeden Fall nicht Deutschland, weil er hat so eine Schilder. Also einer hat uns auf jeden Fall gute Tipps in Richtung Afrika gegeben. Also wenn du ein afrikanisches Land hast, was du da alles achten musst. Könnt ihr mir... Ah, Corentin. Corentin, 1500 Meter. Shit, ist das Frankreich? Ich gehe schon mal... Ja, für jemanden, der es nicht spielt, machst du das schon ganz gut. Clermont. Komisch. Bordeaux, Le Rochelle, Tours. Wie immer vorbereitet, denn jetzt? Marseille, Montpellier. Du kennst dich doch in Frankreich aus, oder? Ja, aber Corentin sagt mir nichts. Corentin. Corentin. Fahren wir weiter. Hinter war ein Schild. Ja, ja.
Meter nur. Du hast noch 1,17? Ah, Cœur Joyeux. Cœur Joyeux. Cœur heißt Herz und Joyeux heißt Spaß. Aber hilft uns auch nicht weiter, ne? Ein spaßiges Herz. Also es, wenn ich mir die Vegetation angucke, das ist auf jeden Fall Nordhalbkugel oder was ist das? Also es ist Frankreich, es könnte natürlich auch irgendwie Kanada, aber das ist die Landschaft sieht mir nicht nach Kanada aus. Die Autos sehen mir nicht nach Kanada aus. 52. 52 Sekunden? Mhm. Du kannst schon Pin setzen, ne? Dann bist du zumindest schon mal in Frankreich. Wenn's warte. Aufhört. Ah, das sieht doch gut aus. Was steht da? Comin, Zentrum. Comin. Comin, oh, das wird aber. Comin. Comin, das wird aber jetzt ja wohl nicht irgendwie. Klick schon mal bitte irgendwo hin, dass du zumindest schon mal in Afrika bist. Okay. Ja, jetzt kannst du weiter suchen. Oh, was steht da oben? Hutem? Comin. Hutem? Bin ich. Wie viele Sekunden habe ich noch? Frankreich schon, glaube ich. 19, 18, 17. Echt? Mhm. Shit. Du siehst dann bleibe ich mal relativ zentral und log mich hier mal ein. Und? Oh, shit. Belgien, das hatte ich kurz überlegt eben. Ja. Das sah ein bisschen nach fucking sagen, Belgien aus. Auch Belgien sein. Du hast es auch gesagt. Habe ich gesagt? Ja, das ist laut ausgesprochen. Okay. Tatsächlich? Okay. Viel zu laut, würde ich fast sagen. Also manchmal weiß ich, was ich denke und was ich sage. Also ja. Das, ich hatte auch kurz einmal, habe ich kurz überlegt, Belgien. Ich finde, das war nicht schlecht, Nils. Wie viele Punkte hast du denn? 3766. Das ist gut. Ja, 5000 kannst du insgesamt holen, also gar nicht verkehrt. Ist für ein erstes Mal ein gutes Ergebnis. Wer macht? Okay. Dann mache ich. Bist du bereit? Ja, Mann. Hm. Bitte. Straßenschild. Oh, shit. Da ist du direkt. Steht doch direkt was. Okay. Das ist schon mal wieder Afrika. Nee, das kann auch Frankfurt sein. Na, wenn, dann wäre das offenbar. Ja, was war der Tipp mit Afrika? Es gab so viele Tipps, ich habe versucht, das alles einzuprägen, aber. Das ist natürlich jetzt schwierig. Also natürlich Links-Rechtsverkehr ist der erste wichtige Tipp. Ja, aber woher soll ich wissen, in welchem Staat in Afrika links und in welchem Rechtsverkehr? Da gibt es auf jeden Fall solche Tiere. Nabi? Ist das Nabi? Naja. Also ich weiß, dass du in deiner Freizeit nicht so viel Zeit hast, die YouTube-Kommentare zu lesen. Deswegen gebe ich dir gerne diesen Tipp. In den südlichen afrikanischen Staaten ist eher Linksverkehr und in den nördlichen ist eher Rechtsverkehr. Okay. Hier ist, glaube ich, scheißegal. Ja. Sieht nicht aus, als ob es hier irgendwelche Verkehrsregeln gibt. Okay, bonjour. Aber in Französisch? Wo wird Französisch gesprochen in Afrika? Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gibt es nur ein Land, durch das das Earth Auto fährt, wo Französisch gesprochen wird? Nee, das kann nicht sein. Ich meine, irgendwie sowas gehört zu haben. Oh Mann, das ist schwer, ey. Da waren so viele Tipps. Französisch, Boutique, Französisch. 1,45 hast du noch? Ja. Aber hier wird auch nichts Größeres mehr kommen, schätze ich. Wahrscheinlich ist da gleich so eine Landkarte von Afrika mit einem roten Punkt, you are here. Bombay? Wo ist Bombay? Nicht in Afrika. Nee, ne? Nee. Aber heißt es überhaupt Bombay? Das ist doch Afrika hier. Was ist das denn? Oh, das ist Kamerun, glaube ich. Oh, super, siehst du, original mit einer Nationalflagge. Okay. Das ist natürlich mega gut. Wo ist Kamerun? Oder ist es Ghana? Eine Minute noch. Hast noch ein bisschen Zeit. Kann es natürlich auch einfach mal näher ranzoomen, ob da vielleicht auch das Land stand. Sie befinden sich hier im Zentrum, weit ein Stück rechts vom Zentrum von. Scheiße ist das. Falls Sie gerade GeoGuessr spielen. Tja, wo ist die Nummer? Wo ist denn fucking Kamerun, Alter? Wo ist die Nummer, ne? 30 Sekunden noch. Wo ist fucking Kamerun? Willst du den Telefonjoker Maxim Erik Choupo-Moting anrufen? Noch 15 Sekunden. Ja, schreib mich doch an. 15 noch. Ja, 9, scheiße, ey. 8. 5. Ich will Kamerun nicht. 2. Da. 1. Geh. Go. Oh, 2. Was? Oh. Senegal? Oh, ey, am Ende noch mal verballert. Oh. Tatsächlich, genau der Tipp. Mhm.
Das ist wirklich, ja. Senegal, ja, ist französisch, ja, tatsächlich. Ja, ja. Aber ist doch alles aber Senegal war das nicht, jetzt. Aber war das die französische, war das die Kamerun-Flagge? Das war wahrscheinlich nee, die sind relativ. Doch, das war aber da, der Stern Senegal war doch nicht ist, da. Mach mal Senegal. Der Stern war doch, da war ein Stern. Die Senegal? Da. Ach, come on, Alter! Sieht ja genauso aus. Das ist, ich glaub, das ist doch Kamerun, die gleiche Flagge, oder? Ich glaube, durch Kamerun fährt das Auto nicht. Der Stern ist an einer anderen Stelle. Warte mal, grün, rot, gelb versus grün, gelb, rot. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist schon hart. Das ist schon hart. Und dafür nur wie viele Punkte? 500. Okay. Oh, wie gemein. Na gut. Egal. Also mir ist es egal, tatsächlich. Singleplayer, 3 Minuten, let's go. Mir ist das egal, tatsächlich, hast du gerade gesagt. Ja, das ist ja doch ein bisschen Competition noch am Start. Das ist hier komplett. Ah, das kann ein schöner Wanderweg. Das, naja, weil man kann sofort erkennen, wo man ist. Also ich erkenne es an der Wolkenkonstellation. Ich erkenne es an den Sternen hinter den Wolken. Das ist nämlich der große Wagen da hinter dem Orion. Und der ist ja nur zu erkennen in... Was ist das hier? Ja. Warum sind die auf dem Pferd? Ja, ja. Das ist, das ist Red Dead Redemption 2. Sagt ihr auf dem Pferd. Also, es ist lateinamerikanisch, sieht das zumindest schon mal ein bisschen aus. Es sind Vorurteile, die hier zum Tragen kommen. Vielleicht auch wieder Medellin. Das könnte auch Gelsenkirchen sein. Das. Alle Menschen sind gleich. Lars. Ich finde das nicht okay, was du sagst. Nur weil dann. Es gibt kulturelle Unterschiede und das ist völlig in Ordnung und auch schön. Vado Costa. Construcción del Centro. Andador de Centro. Justo Sierra. Was steht da? Was steht da? Zoom da mal ran. Da, das Blaue. Planta Poparita Bratolla. Wo ist da La Satora? Quatsch dran. Saas. Ja, also Lateinamerika wissen wir jetzt schon. Du brauchst 20 Sekunden. Du brauchst noch irgendwas. Ich brauche einen geilen Tipp hier zum Beispiel. Oh, hier, was? Escuela? Escuela Guardado Vigel da Costilla. Das gibt's ja nicht. Warum zoomst du denn nicht dran, du Otto? Bueno. Ey, sag mal. Da müsste doch jetzt irgendein scheiß Land stehen. Okay, da steht's Nummern. Doch. Wo? Centro? Da, ich kann's nicht lesen, weil du nicht ranzoomst. Costa? Tabasco. Centro Tabasco. Wo steht denn da? Miguel Esco. Escuela. Ja, aber das ist doch relativ einfach. Ist schon mal nicht, Südamerika ist schon nicht verkehrt. Schon mal nicht Brasilien. Marinella Adebulto. Lampedusa. Nein. 1 Minute habe ich noch. Labadaven. Lange irgendwo. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Nee, keine Tipps. Okay. Ich bin den echt. Das war eine Lüge von Eddie, nur weil er wieder gewinnt. Hä, was? Wir geben uns doch ständig Tipps. Ach, hör doch endlich auf. Also, es ist schon. Es ist schon. Nee. Da liegt es aber falsch. Wie viele Sekunden habe ich noch? Zentralamerika? No way. Jesus, nein. Ich habe doch erstmal. Was ist das für ein kleiner. Ist wohl nicht weit rumgekommen, hä? Oh, nee. Gar nichts los hier. Der Lars. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen ärmlicher, also irgendwie so in Richtung Honduras oder so, aber ich weiß nicht, ob vielleicht die da überhaupt hingefahren sind. Las das Vegas. Allermeisten... Soll ich dir einen Tipp geben? Nein. Es sieht nicht so mega warm aus da von der Vegetation. Naja, das gibt... Alter, du guckst morgens aus dem Fenster und kannst nicht einschätzen, wie warm das ist. Aber hier... Also... Das erkenne ich. Das, guck die Bäume an. Das sind keine tropischen. Das sind, ich bin wieder Medellin. Das ist falsch. Ich weiß das halt auch. Also Medellin, das wüsste ich, ist eine Nachbarschaft. Guck dir doch mal das an. Das kann auch auf einer Höhe sein, auf 1400 Meter. Ja. Ich denke, du liegst ganz schön falsch. Calicatel. Du wirst sehr, sehr enttäuscht sein jetzt, wenn das Ergebnis kommt. Ach du Scheiße. Siehst du? Was ist es? Ach du Scheiße. Ich war erst in Mexiko. Ah, immer noch 1000 Punkte. What? Mm. Wo ist es? Zentralamerika, genau. Natürlich in der Nähe von Villahermosa. Scheiße, ey. Ja. Mexiko, Mexiko. Ich habe gleich gesagt, es muss irgendwo im Umkreis von Mexiko sein. Na gut, also das war die erste Runde. Nils, weiter geht's. Okay, Play Next Round. Loading Location, Alter, ich bin genau da, wo du bist auch daneben. Okay, warte mal. Das sieht wirklich, die Bäume sind, sieht schon ein bisschen wie eine Nordhalbkugel aus. Kann das Auto mal langsamer fahren, oder? Ist doch noch Honduras, Alter, irgendwie ganz anders. Oh, ist das rechts? Nee, das ist logisch. Nee, macht ja keinen Sinn. Okay. Lass mich mal hier pesen, durch die Gegend pesen. Das ist ein Gewässer. Was sind das für Bäume? Straßen sehen nicht so gut aus. Oh, da ist ein Schild. Ja, Steinschlag. Klassisches Geräuschschild. So was hat man natürlich in ärmlicheren Ländern nicht. Da geht man einfach davon aus, dass. Der Fluss ist sehr braun, habt ihr das gesehen? Braune Suppe.
Ist der Nils. Das macht euch Spaß, ne? Geil. Auf Menschen rumhacken. Einfach geil war das. Da können wir mal irgendwas kommen. Durchgezogene Linie. Ey. Komplett? Wie war das? Ich glaube, wenn du in den Hintergrund tippst, kommst du schneller, kannst du größere Strecken zurücklegen. Ja, irgendwie so. Das sollte ja nur fair sein, dir das zu sagen. Alter. Ja, mehr mal halt direkt ballern musst du da, wenn du die Straßen noch schaffst. Da war ein kleines Schildchen. Zurück. Ich glaube, das Land. Das ist nicht effektiv. Du musst in eine Stadt ballern, Alter. Die Ländergrenze gewesen. Aber das ist ja noch nicht mal, das ist geblurrt. Hey, das ist du geh nicht nach einem einzelnen Schild und die Gefahr, dass da Dreck draufsteht, ist viel zu groß. Mich juckt's im Hals. Alter. Okay. Das ist auf jeden Fall ein schäbiges. Oh, das darf man nicht sagen heutzutage, ne? Geschmack hast du noch? Ich wollte sagen, ja. Wie immer. Hier. Guck mich an. Ich mach auch gar keinen. Jokes. Okay. 1 Minute und 10 Sekunden, Nils. Lastwagen gibt es in vielen Ländern. Oh. Ah? Ist das was Russisches? Das kann ich nicht erkennen. Also die Straße könnte auch Hamburg sein, Alter. Also es sind auf jeden Fall Birkenwälder. Ist denn Russland überhaupt, dürfen die da mitmachen bei diesem Spiel? Ja, oder? Nee, Russland ist ein sehr prominenter Vertreter in diesem Spiel. Ja, wirklich? Ja. Deutschland ist eher selten. Ja, es hat auch einer unserer Zuschauer auf Twitter geschrieben, dass er ein neues Famous Places-Ding gebaut hat. Das ist ja schäbig. Aber der Tweet hatte einen 1 von 2 und das 2 von 2 kam nicht mehr. Also weißt sind das ein Thread? Das ist so, wenn du den Anhang vergisst in der E-Mail. Ja. Oder ich bin zu blöd, aber kannst du 20 Sekunden, Nils. Wenn du es schaust, bitte das nochmal schicken, wie wir das also finden. Ich muss sagen, das ist verdammt schwer. Ich kann das sehr, sehr schwer einschätzen. Es ist auf jeden Fall wo ist es hier? Ein bisschen Wald. Es ist es gibt nicht viele Bäume. Noch 4 Sekunden. 3, 2. Ey, ich hab keine Ahnung. Und? Oh. Ja, gut. Immerhin 164 Punkte noch. Wo ist es denn? Irgendwo in Asien. Da unten, ja. Was ist es? Zoom mal ran. Es ist doch das gleiche Land, ne? Nee. Das ist noch Russland. Was ist das? Ja. Das ist noch wie heißt Russland. Denn die Stadt? Guck doch mal. Russstadt. Wie Vetgerberger. Ich hab zumindest das Land richtig. Gut, ich meine. Ich fand's nicht verkehrt, ja. Völlig andere Klimazone. Sicher, dass das noch Russland ist? Ja, ich hatte gedacht, es gibt da so Birken, habe ich gesehen und so weiter, China, dass das vielleicht oder? Eher so ein bisschen nördlicher ist, aber ja, ja, das ist noch Russland, klar. Vladivostok. Verstehst du, Eddie? Vladivostok. Na gut, weiter geht's. Okay, das fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Auf die Plätze, fertig. Ja, es ist manchmal auch ein bisschen lucky hier. Siehst du? Das ist nämlich einfach großes Glück. Da haben wir eine Farm. Das sieht mir irgendwie amerikanisch schon mal aus auf den ersten Blick. Naja. Ist nix. Ja, wir werden ja vielleicht gar nichts haben, ne? Wer weiß das schon. Da hinten ist. Ah, was war das? Range Rover oder was? Dann ist klar. Ja. Keine Zeit. Da hinten ist Stadt. Da hinten passiert was. Hier wird es ein bisschen. Da war es ein Schild. Pizmeet hat jetzt auch wieder angefangen mit GeoGuessr, haben wir gesehen. Und haben aber noch nicht auf unsere peinlichen Anmachsprüche auf Twitter reagiert. Lake Cooper. Okay, das ist Amiland, wie ich es vermutet habe. Kann auch Kanada sein. Seymour. Sagt mir nichts. Lake Cooper, Archer City. Alles noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Dabei bist du doch da eigentlich zu Hause, Eddie. Ja, eigentlich schon. Aber eher so Brooklyn, oh, oder? Nee. Ja. Ja, West Coast, East Coast. All Coast. Aber Autoparts. Autoparts. Autoborder. Das ist ein Insider. Sehr gut. 100.000 Zuschauer. Ein Insider für 3 Personen wahrscheinlich. Nee, eigentlich nur für einen. Noch besser. Leonie Drive. Archer City, ey. Shit. Du hast noch 1,20 knapp? Ja. Verdammt, was ist das? Viele Pickup-Trucks. Das sieht so ein bisschen auf jeden Fall Texas-mäßig aus. Also ich finde die Musik Hammer.
weiß gar nicht, was die Leute haben. Die Musik? Ja. Das ist besser in diesem Format. Ist ja wunderschön. Ich liebe sie. Da Only steht auf der Straße. Das ist Texas. Das ist Texas. Mhm. Ja. Das ist die Texas Tech University, oder? Das ist... Kann das sein? Was habe ich gesagt? Hieß das? Dingenskirchen. Was habe ich denn gesagt, wie das hieß? Archer City oder sowas, ne? Ach, das ist spannend. 27 Sekunden. Archer City. Hier, Waco, habe ich die Serie gerade. Aber ehrlich gesagt, also dafür, dass es Texas ist, finde ich erstaunlich wenig Flaggen. Ja, stimmt. In den Vorgärten. Wenig Waffen auch. Wenig Leute, die aufs Google-Auto schießen. Ist das ein Georgia? 2, 1, Schluss. Vorbei. Rück. Achso, man muss gar nicht mehr nochmal drücken. 4000. Genau, wenn Leute. Du vorher das klickst irgendwo, deswegen. Ja. Texas. Mega gut. Nicht schlecht. Und es ist Archer City. Olney, alter Schwede. Und leider wieder sehr gut, Eddie, kann man nichts sagen. Hab ich doch gesagt, stand Olney auf der Straße. Ja. Okay, immerhin. Okay. Olasi. Nächste Runde, let's go. Oh. Ich dreh mich um. Das ist Schweden. Oft ist es gut, wenn man sich einfach umdreht in die andere Richtung geht. Guck mal, da ist schon die nächste Ziel. Ist aber schön, das gefällt mir. Weiß. Sieht echt schön aus. Oh, nö, ist gepixelt. Hier auch noch? Ey, wie blöd ist es, wenn Street View an einem richtig beschissenen Regentag durch deine Stadt fährt oder so, ne? Ja. Das färbt halt, also das ist halt für immer. Da kann er mehr hin. Das ist jetzt zum Beispiel einfach richtig schön hier. Auf der Lichtgebung. Hab ich noch nie gesehen. Ah, guck mal hier. Was? Was? Das klingt doch wieder nach Mausrad hoch, zoom dran. Land. Weißt du das? Mausrad hoch, zoom dran. Ja, wieso nah soll ich da noch ranzoomen? Ja, für die Zuschauer, Junge. Man kann das doch lesen. Also, Sumo das Musalmi. Das klingt jetzt erstmal nach Finnland, kann aber natürlich auch Island sein. Ich werde gleich mal nochmal genauer. Nee, Island hat viel, viel komischeren Namen. Das aber könnte es nicht Finnland. Auch Neuseeland oder sowas sein? Ich glaube auch, es ist Finnland. Du hast ja. auch Sumi, Sumo, Sumi ist Finnisch für Finnland sozusagen. Ja. KK. Und deswegen, ich glaube auch, dass es Finnland ist. Dann könnte ich doch eigentlich auch schon mal. Da gibt es doch nicht jetzt so viele Sumusalmi. Somo. Ist bitte, sei es große Stadt, bitte Sumusalmi. Sumusalmi. Somo. Suomusalmi. Sarike Sherisha. Ja. Na, ich könnte natürlich noch weiter so. Oh Gott, die klingen alle so. Potowina. Das Gute ist, es ist ein kleines Land, das heißt, da wirst du schon Punkte machen, wenn du nur irgendwo in die Mitte. Ja, das stimmt. Machst. Ich würde es super gerne jetzt mal finden. Das wäre der Hammer. Zu wo? No. Sankomutor! Schikomutor! Komm schon, so klein kann die Scheißstadt nicht sein. Ja, aber wenn du nicht weißt, wo Sumo Salmi ist, Alter. Ja. Ist auch ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen Allgemeinbildung auch, ne? Kennt man mehr als drei Städte in Finnland? Die haben nur drei. Oh, jetzt bin ich schon in Schweden. Okay, ich hoffe, ich war noch nicht lange in Schweden. Die werden doch auch nicht überall, die werden doch da irgendwo in Helsinki abge... Bin mir nicht sicher, ob du nicht zu schnell schon auf Finnland gegangen bist. Ja, doch, die klingen doch wirklich alle genauso. Ja, ja, also auf jeden Fall, kann ich ja dachte, dass du mit Almi am Ende und Sumo... Ich, ja. Das also, klingt schon alles sehr... Also vielleicht gibt es auch eine andere skandinavische... Region noch, aber das klingt schon sehr finnisch. Oh, das klingt, es kann wie so ein Eishockeyspieler klingt das. Ein finnischer Eishockeyspieler. Später werden die mir bestimmtes VOD zeigen. Guck mal hier, bei Minute 3 ist er genau drüber gegangen. Achso, ich habe nur noch 13 Sekunden, dann bringe ich nichts. Also guck mal, das klingt doch wirklich ganz genauso. Suno Joki, Sumo Salmi, für mich die gleiche Nummer, bitteschön. Oh, doch nochmal weit weg. Aber das, guck mal, ist das so gut. Und wo ist es? Es ist nördlicher. Ja, aber wie viel Punkte? Also das ist 4000. 4000, was geht ab? Da ist es. Oh. Oh, oh, hier steht's überall. Hä? Hä? Aha, es ist so eine zweigeteilte Stadt. Gut, weiter geht's, Nils. Nächste Runde. Wie viel machen wir denn eigentlich? 5? Das sind 5 Runden und dann wird schon, die Punkte zusammengezählt erstmal. Okay. Berge da hinten.
schwierig. Stickut? Scheiße, ist das Dänemark? Oder sowas? Halt dich nicht zu lang an einzelnen Sachen auf. Such lieber große, wo es 1000 Hinweise gibt. Da sind Dünen oder was ist das? Dünen lügen nicht. Dünen lügen nicht. Ding dong. Entschuldigen Sie. Wo bin ich hier? Ich bin momentan. Obwohl, es kann auch Kanada sein, aber das ist dieses. Das Stick oder Holland. Oder was? Wir haben noch zu wenig Hinweise. Da steht wir was. Wir brauchen mehr Input. Geil, da kommt ein Straßenschild. Oh, das könnte Christian was. Sund. Das klingt schon sehr nach Dänemark. Zoom mal ran. Ja. Veiholm. Also Christian Sund kennt man doch, ne? Ach komm, echt? Ja. Fähre nach Christian Sund. Warte mal. Das ist Schild. 100% sicher. Fähre nach Christian Sund. Das hast du einfach nur ausgedacht. Das ist doch Bullshit. Ich bin in deinem Leben noch nie Fähre gefahren. Warte, hab mein Lieber. Die Christian Sund-Brücke kennst du nicht? Ist das Schweden oder ist das Dänemark? Ne, Köpping. Christian Start. Lund. Gehen wir erstmal hier schon mal so hin. Heidelberg, Kopenhagen. Heimstad, Trelberg. Ich glaube, das ist schon mal nicht so schlecht, die Gegend. Weißt du, dass wir das jetzt jeden Montag machen, die nächsten 4 Wochen? Ich habe das gerade erfahren, ja. Interessant. Was, ernsthaft? Freu dich. 669, warte mal. Immer der Fluch der guten Tat, ne? Ja. 669. Also ist die Autobahn, sehr gute Idee. Bis auf welchem Zoom-Grad sieht man die denn noch? Manchmal sind die allerdings auch sehr, sehr lang. 35 Sekunden. Doch, Kopenhagen. Ich könnte das auch nebenbei googeln, dann ging das viel schneller, ne? Wo ist er eigentlich? Ach, kack die Wand an. Ist der cool? 83, also 5, 4. Ja, dann bleibe ich da mal bei Christian Start. Mal gucken. Muss ich noch drücken? Nee. Ah, oh, scheiße. Ach, Norwegen war. Guck mal, Christian Schünd, da fährt doch die. Guck mal, da fährt doch wirklich da fährt wirklich die Fähre hin. Halt echt. Du hast halt recht. Ja. Oder die Brücke, die über Christian Ruf. Ja, ich hätte vielleicht einfach noch ein bisschen mehr fahren sollen. Ja. Das war, ich habe zu lange hier rumgesucht. Ja, vor allem, ich sag, man kennt es ja, aber ich hätte halt Dänemark gedacht. Aber ja, ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Aus so wenig, so viele Punkte zu machen, ist schon mal gut. Ist sehr, sehr Achtung, gut. Es geht weiter. Bin ich dran? Ja. Ach, ich krieg immer irgendwie Burkina Faso oder sowas, Alter. Das ist doch wirklich immer die Wellblechhütten. Was will mir denn dieses Spiel eigentlich sagen? Du warst gerade in Texas. Ja, das stimmt. Das ist aber sehr ähnlich aus. Hier, das ist nicht mal eine Straße. Ja, das ist schon eine Hauptstraße. Alter. Ich wette, die haben trotzdem besseres WLAN als wir. Ja, auf jeden Fall. Es ist lustig, sieht schon so ein bisschen lasig aus. So ähnlich wie das, was du gerade hattest. Aber es ist zu kalt für Zentralamerika. Das ist Spanisch. Oder nicht? Ja, das ist Spanisch. Das ist nicht Afrika. Oder? Institución Eduquita. Auf jeden Fall. Shit, das sieht ein bisschen aus wie die Uni, auf der ich war. Sede Star Terrestre. Was ist das? Da ist ein Wappen, Alter. Was ist das? Luchar por la verdit institución. Nechi. Nechi. Luchar. Shit, das sagt mir gar nichts. Luchar. Ist doch auf jeden Fall auch südamerikanisch. Lucha Libre. Daher ist dir warm genug, ja, für Südamerika? Parque de
Oder das ist auf jeden Fall Südamerika. Sehr arm. Hot Dogs. Dolce Mega. Habt ihr eine Vermutung? Ihr müsst es nicht sagen, aber habt ihr was im Kopf? Wüsstet ihr was? Nee. Nee, also. Nee. Nicht wirklich. Also grob den Kontinent, aber. Aber selbst da, also. Ob jetzt Nord, Süd, Zentral. Also ich finde, es sieht nicht nach Mexiko aus. Nee, aber es sieht auch nicht nach Afrika aus, finde ich. Nee, das. Und Spanisch in Asien glaube ich auch nicht. Es wird schon das Richtige, es wird schon ungefähr stimmen. So. Ja, keine Ahnung. 25 Sekunden. Das könnte was sehr, was ist denn hier sehr arm? Und wenn du halt Spanisch sagst, bist du gerade völlig falsch. 10 Sekunden. 7. Aha. Ah, Kolumbien schon wieder. Ist auch wieder da bei Medellin gewesen. Ich dachte, du kennst ihn. Das gibt gerade mal 500 Punkte. Ja. War wirklich wieder da in der Nähe, Bogota da, ja. Ja, guck mal, Nachbarort. War wirklich wieder bei Medellin. Alter Schwede, Mann. Eigentlich genau dein Ding, ey. Ja, vielleicht hätte ich mich aus dieser, aus diesem Slum da ein bisschen rausbewegen sollen, aber ich habe mich nicht getraut. Nächste Runde, nächstes Stück, let's go. Ganz schön wenig Punkte. So, wir sind wieder hier bei Palmen. Könnte Asien sein, könnte. Es sieht auch immer alles so gleich aus, als wären wir hier schon viermal entlang gefahren. Ja, das sind doch so Bananenstauden. Ja, gut, die werden natürlich auch in vielen Orten wachsen. Da kommt eine größere Stadt. Na? Geht so. Was ist das für ein Verkehr? Wohin fährt der? Linksverkehr. Das ist ein Auto. Aha. Linksverkehr ist schon mal. Nicht Verkehr. Nicht, das ist Vietnam, ist auf jeden Fall so. In die Richtung dann, guck ich mal. Linksverkehr. Ja, das ist Vietnam. Das könnte auch London sein. Das ist wahrscheinlich Vietnam. Oder wo ist noch? Ist auch noch Indonesien, Philippinen ist, glaube ich, auch Linksverkehr, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Aber irgendeine Schriftart wäre noch geil, in der Schriftzeichen. Ding-Dings. Mann! Vielleicht irgendwie an dem Auto? Wie hin? Oh! Mit Jungs, Insassen. Wo kommen wir denn her? Da sitzen mich 12 Leute drin. Oh, muslimischer Anteil. Nicht überall sein, aber das würde doch dann eher wieder vielleicht für Philippinen oder Indonesien sprechen. Ja. Kollege! Wo kommst du denn her genau? Sag oh, die Mütze. Baseballcap. Tja, schwierig. Philippinen, das kann natürlich sein. Das ist natürlich auch nicht unbedingt muslimisch gewesen sein, aber Sascha. Mann, das ärgert mich, das Kolumbien. Robert, Intake Pump House. Spricht sowas eher wieder dafür, dass es ins Englisch gehalten ist, dass es nicht Vietnam ist? Kann schon sein. Aber was ist es denn dann? Philippinen? Ich kann auch jetzt nicht nur, weil ich eine muslimische Frau gesehen habe. Und Linksverkehr, aber ich meine Sarawak Energy, Sarawak, das ist Indonesien, Alter. Mach mal hier, dann kann es auch beides sein. Ah, das ist. Weiß nicht, ob das gut geprobt Sarawak. Das klingt schon indonesisch, ne? Das ist Indonesien. Sarawak ist Indonesien und muslimisch passt auch in Indonesien. Aber dann würde ich doch zentral indonesisch. Ja, naja, aber es könnte ja auch noch Vietnam oder Philippinen sein. Wäre jetzt egal. Ja, nicht schlecht. Ja, aber es ist. Bali? Nee. Nee, es ist. Das gerade. Ja, doch, es ist. Was ist es denn? Was ist es denn? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist nicht Indonesien, oder? Ja, zoom mal weiter raus. So sieht man das ja nicht. Na, hier. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Bank, in Bangkok. Sriaman. Sarawak. Wie gehört. Hättest du die einfach auf der Landkarte bleiben können, auf der du gerade warst? Naja, aber die ist ja.
Malaysia. Malaysia. Ah. Mhm. Ja, ja, aber du warst ganz, also warst ja nicht so weit weg. War nicht weit weg, ja. Hätte man wissen können. Ganz geil. Stimmt. Haben wir noch eine Runde, ja, ne? Das steht da noch Next Round oder steht ja da schon? Nee, play Next Round, ja. Noch eine? Ja. Okay. Aber du, ja, du bist jetzt bei 4 von 5, also noch 2. Scheiße, ich bin auch wieder in irgendeinem Daddelheim hier. Das ist auf jeden Fall USA. Jeder hat noch 2 Runden jetzt. Schade. Easy, er geht da oben nochmal rum. Was ist das für eine Fahne? Das ist nicht USA. Nein, nein, nein. Das ist irgendwas Asiatisches oder Südamerikanisches. Ich würde fast sagen Asiatisch, weil diese rote Fahne. Ich kenne. Rotes P. Was steht da? Auch Linksverkehr. Irgendwas. Das sind doch asiatische Schriftzüge. Irgendwas Asiatisches. Oh. Nee, nee, also mit USA liegen wir mal überhaupt völlig daneben. Wenn man so einen Kinderpanel, dann Diesel. Das ist irgendwas Indisches oder Pakistanisches. Indien oder Pakistan, würde ich sagen. Da links ist auch ein Tempel. Ist das ein muslimischer Tempel? Dann wäre es eher Pakistan. Ich gehe mal schon mal nach Pakistan. Wo sind wir denn? Das sind immer die Momente, wo man sich blamiert, ne? Das ist in Italien, aber wo war denn nochmal Italien? Ja. Ist das hier? nee, das ist, du bist gerade in Japan. Ist aber auch ein schweres Land, Italien. Ja, was ist, Leute, was denn ich? Warte mal, es ist auch Linksverkehr. Ja, das ist halt die Frage, ob das Google Pakistan müsste Pakistan auch Linksverkehr fährt sein, weil das hat sich doch erst nach der Kolonialzeit abgespalten, ne? Mhm. Das heißt, da waren auf jeden Fall. Schitter. Das könnte auch Usbekistan sein. Tiger, Ottoman, Kessel, Namatan, Namatan, Namatan. Ach, das klingt schon irgendwie alles so indisch oder pakistanisch. Darf man durch Pakistan einfach fahren? Ich weiß auch nicht, ob da das Google auch. Ja, es gibt so da noch ein paar durch, andere ja Länder, die da so reinpassen. Midi Market, Sadia, das, allem sind ach, das die nicht ist schon alles. Arabisch. Kuala, das ist alles irgendwas indisch, oder was meint ihr? Ist es nicht Pakistan? Dr. Nee. Asman bin. Na, erstmal nach Indien, ne? Zentralindien, ich habe keine Ahnung. Da ist doch sogar eine Schlange. Was? Ist da? Dieser Wimpel, der linke. Warte mal, das ist. Die Fa- ist das, was ist. Das ist doch ein Halbmond, das ist doch was. Was ist das? Malaysia? Ja. Ha? Ich glaube ja. Bangladesch? Aber eigentlich passt. Myanmar, nee, Bangla. Ja, irgendwo da die Gegend. Bhutan. Wie viel habe ich noch? 7? 7. Scheiße! Ich glaube, die Flagge ist wirklich Malaysia. Wo ist fucking Malaysia nochmal? Da, wo ich gerade auch war. Ah, fuck! Ja. Ich war, sag's doch, fucking Malaysia! Ich sag's doch und ich hatte keine Zeit mehr. Aber zoom mehr mal ran, war das wirklich in Malaysia? Ja. Weil das ist doch wieder irgendwie so eine Ländergrenze. Ah, fuck die Hände, ich sag noch Malaysia. Ja. Scheiße. Und war zu langsam. Ach, ich Pimmelgesicht. Ah, das ärgert mich. Schade. Sag ich zu langsam. Ah! Why? Holy shit. Schluck der Schande. Rein damit. Oh, kennt den jemand? Ganz kurz. Kennt den jemand? Ja. Guck mal, kennt den jemand? Hugo! Aber Steuer rechts. Was hat der denn im Auto? Kriegt der vielleicht seinen Pass noch irgendwie auf dem Fahrrad? Auf jeden Fall hier irgendwas Australien-mäßiges oder sowas. Hätte man Australien links oder rechts? Sag ich nicht. Was ist denn hier? Kiwi, das muss Australien sein. Immer noch mein Lieblingsmoment. Ja, ich hab's aber noch richtig gemacht. Ja. Leider. Was steht da? State. Ah, wie geil ist das denn? Ich kann's nicht lesen. Provinz. Free State Provinz. France? Yeah, Amuela, wo kommst du? Sagt mir gar nichts, Alter. Wo bin ich denn hier in der Pampa, Alter? Das ist ja richtig dreckig. Ich bin natürlich auch in die falsche Richtung wahrscheinlich gerade gefahren. Ich habe eine Idee, aber das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch nichts. Noch 1,40.
Shit, shit, shit. Familienausflug auf der Autobahn. Von wo laufen die? Wo laufen sie? Ja, die laufen halt, die sind halt nicht so weicheierig, dass man 200 Meter mit dem Auto fährt. Ah, da war was. Da war was Geiles bestimmt. Geil, ich hab den Rückwärtsgang noch gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass man das machen kann. Ja. Bleskop, Kalkplatt. Scheiße, Alter. Hey, du kannst zoomen, ne? Für die Zuschauer. Aha. Das ist ja wirklich strange. Also diese Sprache passt überhaupt nicht zu der Umgebung. Ich ärgere mich immer noch über Malaysia. Ja. Dass ich so dumm war und so langsam. Das ärgert mich. Ich verstehe das. Sehr gut sogar. Scheiße. Weil Malaysia ist auch so scheiße klein, dass ich da auf jeden Fall richtig Punkte bekommen hätte. Ja. Dass dieser Wimpel da ausgerechnet noch die Flagge ist. Ich habe gar nichts, ehrlich gesagt. 30 Sekunden hast du noch Zeit. Etienne Gardy. Tipp in die Mitte des Atlantiks. Da wirst du auf jeden Fall irgendwo... Südafrika. Ja, das hatte ich tatsächlich, war ein Tipp, weil das klang nämlich irgendwie so holländisch oder Afrika. Ah. Also, ich sag, interessanter oder? Punkt. Ja, ja. Aber wieso ist das holländisch? Ist das ja, weil das eine Kolonie war, ja. Okay, das wusste ich nicht. Van der Kloof, tatsächlich. Das wusste ich nicht. Und war Linksverkehr, ne? Aber da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Ja, gut, nächste Runde, wir haben ja noch so viel vor uns, geschenkt. Leute. Was ist das? Was ist das? Achso, du bist schon am Start. Ah, da sieht man es ja. Percosova, es ist, klingt so ein bisschen osteuropäisch, sieht auch so ein bisschen Moravita, Oravita. Fabrika. Punkt Rumänien ist das doch, oder? Was steht da? RU? Ja. Oder RO? Ich dachte. Entweder Rumänien oder Rumänien. Es klingt ja auch so ein bisschen. Die liegen ja nebeneinander, oder? Moravita, guck mal, 57. Ich gucke jetzt mal, ich hoffe einfach, dass es. Die Autobahn 57 musst du suchen. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich im richtigen Land bin, sonst kann ich jetzt lang suchen. Aber das sieht auch nicht. Ich guck noch mal ein bisschen. Dip, dip, dip. Komm schon. Oh. Hier ist der Start hier. Ja. Alter, da steht's drauf. Das ist ja so geil, da steht die Stadt drauf. Ja, aber das Land ist halt noch nicht. Germany. German. German. Böse wie ich das. Tja, ob das jetzt Rumänien ist, ne? Aber das ist ja so eine kleine Fuckstadt, Alter. Das wird doch niemals da. Ich niemals finden. Aber da kommt gleich das nächste auf, sag's euch. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Können Sie mir sagen, wo ich bin? Butz, butz, butz. Also ich poke einfach mal auf Dings einfach. Und guck jetzt nach Hermann oder was habe ich dann noch gesehen? Zoom mal bitte. Halt ländlich, ne? Muss ja, das ist ländlich. Ländlich, Flachland. Weil das sah relativ zügig, sehr ländlich aussieht. In der Nähe von Ringgutschu. Hermann. Ich würde nicht sagen, dass es im klatschner Scheiß. Geh nochmal hier an Anfang, kann dir Return to Start. Ach, das gibt's? Das wusste ich auch nicht. Ja, du, da steht wieder Hermann. Ja, aber das ist halt die kleinste Stadt der Welt. Ja, vielleicht. Bist du wirklich 100 Meter geradeaus und dann war die Stadt vorbei, ne? Ja, es ist wirklich so. Stehe ich da niemals. Aber gut, ich hätte noch mal auf diese Autobahn hingehen müssen. Das habe ich vergessen gerade im Kopf. Übrigens, wenn da RU stand, ist natürlich Russland, ne? Wenn da RO stand, ist Rumänien. Ja, ich finde, das sieht schon irgendwie eher so rumänisch aus, oder? Ja, ja, Russland ist groß und vielfältig. Ich habe euch ja gefragt, steht da RU oder RO? Nee, ich meine, die Länder, die Stadtnamen und so, das klingt doch nicht russisch. Naja, mal gucken. Rumänien. Das ist immerhin Rumänien, direkt an der Grenze zu Serbien. War doch schon klar. Grenze. Ja, aber gut, gleich. Das ist Hermann, oder was? Ja, guck mal. German. German.
Sehr große großes Straßennetz. Guck mal, hier ist die 57. Auf sowas müssen wir mehr achten. Wenn man schon weiß, in welchem Land man ist, muss man einfach auf diese Scheiße. Okay. Nicht so, dass wir es nicht gesagt hätten. Ja, ich habe ja sogar erst verfolgt. Mega gut, ey, über 4000 Punkte ist doch offensichtlich was Gutes. Ja, es ist ja, auf jeden letzte Fall Runde also gut. Ist ja nicht stark. Ist ja nicht Malaysia Gate. Round. Oh Gott, das ist schon wieder in der Wüste Gobi. Hä, wieso ist der denn doch mal dran? 5 Runden insgesamt. Also ich glaube, das ist USA. 5 von 5. Oder irgendwas in der Richtung. Mal schön auf Links-Rechtsverkehr achten. West. Best Western Plus. Shit. Miles, Jesko. Die I-90 ist die Autobahn. Zack. Warte mal, das ist doch irgendwas. Amerika, Westamerika, was? Da steht was. Plummer, Köhler. Kannst du noch näher rangehen mit dem Pfeil. Mit dem Pfeil. Alter. Oh, nee. Cœur d'Alene. Okay, das ist eher vielleicht französisch Kanadier. Das französische Kanada vielleicht. Positively Awesome. Also es könnte Kanada sein. Es könnte mein Moin Moin sein. Lol, bist du Positively Awesome. Nehmen raus, sorry. War Trading Post, Smoke Shop. Oh fuck, was ist das? Ist das ein Ureinwohner? Ist hier Hardware Discount Tobacco, Supplies Ahead, Jesko Smoke Shop. Da steht's doch, wo es ist. Was, wo? Naja, mehr helfe ich dir jetzt nicht. Plummer. Ja, die Stadt heißt Plummer, ja. Ja, und das daneben? Aha. Was? Idee? Idee? Das weiß ich nicht, was das heißt. Idaho, würde ich sagen. Meinst du? Also weißt du es, oder? Nee, weiß. Würde ich jetzt tippen. Sehr wahrscheinlich auch. Die Zeit, 1:06. Eine Minute. Du kennst noch einen Staat mit Idee in Amerika. Keine Idee. Naja. Ich bin nett, lass es mir erstmal. Aber das, also das... Indiana. Ja, Indiana, stimmt. Idaho. Indiana? Aber ich glaube, Indiana ist Indiana nicht. Ja, wahrscheinlich. IN? Ja, nicht. Also es wäre schon... Two Falls, ne? Dämlich auch. Idaho Falls, Burley Twin Falls. Also irgendwie, also das, gerade dieser französische Name, ehrlich gesagt, gibt es nicht einen District in Kanada, der auch so heißt. Die Limit 60. Indiana, Idaho. Es sieht so heiß auch da aus, ne? Das ist so richtig. Kennt ihr nicht den Film mit also für River Kanada Phoenix? Das ist 10 Sekunden noch. Irgendwo in Idaho. Kenn ich nicht. Okay, mal ein bisschen südlich. Ja, wir werden sehen. Oh. Washington. Ah, ja. Ja, gern geschehen, ne? Ja, war ein guter Tipp. Ist tatsächlich Idaho. Das war sauber sogar. Ist sogar noch in den Dings. Kann man nichts sagen. Herr Papa kennt doch sein Land, ey. Ja, dran. Letzte Runde für Achtung. Dieses Spielchen. Also ganz nicht für heute, sondern danach jetzt. Fuck, da ist sogar Plummer, alter Schwede. What the fuck? Das ist wieder mal Afrika. Das könnte alles sein. Gucken wir uns dieses Auto erstmal genauer an. Tu das. Hä, wieso ist es so schnell vorbeigeballert, Alter? Das ist offensichtlich ein sehr schnelles Auto, wie du siehst. Was haben wir hier für Tiere? Nils, das ist deine Expertise. Was ist das? Kühe? Ja, Rinder auf jeden Rinder? Fall. Wo gibt's aber Rinder? So richtig so abgemagerte die waren nicht, Rinder. So. Das waren richtige freilaufende Rinder. Aber die Straße sieht sehr fresh aus. Hier ist halt nichts. Kein Verkehrsschild, kein gar nichts. Aber du hast nicht auch irgend so ein Rap mit Idaho von Absolute Beginner oder sowas? Ja. Wir waren hier bis Idaho oder irgend sowas. Irgendwas klingelt da bei mir. Ah, ich muss mich gerade mal. Also, hier mit Jesus. Irgendwo zwischen Idaho und. Ja, Mexiko. Ja, ja. Mit Hammerflow. Ja, Mann, Alter, einfach irgend so eine Weite ohne alles. Nicht mal ein Haus ist hier. Aber du kannst schon Links-Rechtsverkehr, hast du schon sehen können. Ja, aber. Pff. Mann, ey. Die Hälfte der Zeit ist schon weg.
Also wenn du in Afrika sein solltest. Hier ist nix, Alter. Dann weißt du, eher im Süden ist ja, Linksverkehr ist und Afrika eher im Norden ist Rechtsverkehr. Sagen. Rückwärts. Ich mag, wie das rückwärts auch langsamer geht. Ja, ist richtig unnötig. Aber realistisch, ja. Ja, geil, Alter, es kommt einfach nix. What the fuck? Und gleich wirst du geblitzt. Alter, was ist denn das für eine Drecksstraße, bitte? Wie so ein Wahnsinniger, ey. Ja, Mann, es ist irgendwie nichts zu sehen. Es ist nicht mal ein scheiß Straßenschild. Es ist einfach nichts. Irgendwas, bitte. Scharfe Rechtskurve, wo gibt's das? Also ja. Da ist ein Schild, aber das bringt dir nichts rechts. Ja, das hatten wir schon. Das ist auf jeden Fall rechts. Ah, das ist Amerika. Okay, das ist ein Hinweis. Das ist schon mal gut. Amiland. Fucking nowhere else fährt jemand ein Chrysler. Okay, was könnte das sein? Lass mich überlegen. Schwierig. Ich mach Iowa. Fuck it. Nein, es ist wieder Südamerika. Oh. Wo ist es denn genau? In Paraguay oder was? Ah, okay, das war echt schwer. Nee, in Brasilien oder was? Ja, das war schwer. Du hast wirklich keine Tipps wirklich bekommen. Das Einzige war, das hätte man sich die Palmen oder so, ne? Ja. Da waren ein paar Palmen und so, aber. Palmen ist ja. Ist nicht Idaho. Aber das war echt schwierig. Der Chrysler hat mich am Ende, dieses uramerikanische Auto hat mich dann verraten. Gut, meine letzte Runde, let's go. Ach, scheiße. Also unbefriedigend. Das sieht, nordisch aus. Wie bei mir nix ist da. Ja, man kann anhand der Vegetation schon so, zumindest weiß man Nordhalbkugel. Ja. Das weiß man schon mal. Und, Schatten ist auch im Norden. So. Irgendwann dann. Der Weg sieht mir auch sehr nach Wildnis aus. Nach gar nichts. Ja, das ist ein. Ah, da war ein Schild. Irgendwas war da. Sie befinden sich. Jedes Mal ein Lacher bei mir. Oh shit, man, das ist leicht überbelichtet, ne? Ganz leicht. Es ist auf jeden Fall eine englische Sprache, das heißt gar nichts. Ich guck's mir nochmal an. Tenson Summer Hours. Ja, Nordamerika, schätze ich. Vielleicht sogar Idaho. Ich finde, das sieht ein bisschen kanadisch aus. Ja, vielleicht noch nördischer. Nordischer, also ich bin auch gerade bei Kanada, einfach wegen den ganzen Nadelwälder und so. Mhm. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich fahre ja noch mal ein bisschen die Kurven. Genießt die Aussicht, Alter. Danke, Mann. Echt schön da, ne? Wir wollen gerne mal ein bisschen spazieren gehen. Also ich jetzt nicht, aber ja. Mann. Komm ich da mit einem E-Scooter hin? Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen kacke. Bist du in die falsche Richtung gegangen? Direkt in die andere Richtung. Eine Städtchen Großstadt, ja. Wahrscheinlich. Ey, alt, da ist aber Kollege. Aha. Das ist geil. Das ist ein Golfkart. Das ist ja geil. Grüßt auch noch. Aber moin. Das ist ja geil. Das, ist ja echt, das kann nur Kanada sein, oder? Das hier kann nur Kanada sein, eigentlich. Aber wie geil ist, stell dir mal vor, du bist ja in der Mega-Pampa mit diesem kleinen Fahrzeug. Da kommt das Google-Fahrzeug entgegen. Einer. Ja. Okay, was machen die? Die arbeiten da irgendwo an irgendwas. Jäger. Das ist jetzt richtig. Oder halt Alaska oder so. Ja, das könnte auch sein. Aber ist ja quasi Kanada. Ich gehe jetzt mal in die Richtung zumindest. Aber es sieht eigentlich. Was machst du? Bleib da! Ja, Pickup. Oh. Da! Company Safety. Was? Electrical Ram Limited Safety. Wir haben alle orangene Sachen an. Das ist vielleicht Orange County oder so. Die sind alles Verbrecher. Was, stand's da nicht auf dem Schild drauf oder was? Da stand nichts, ne. Oder hast du was gesehen? Aber du hast ja nicht rangezoomt. Kanada auch. Wie nah soll ich denn noch ranzoomen? Die haben auch dicke Sachen an alle und so. Es ist auf jeden Fall. Ja, wir sehen das nicht so nah wie du an deinem Bildschirm. Ja. Ja, es ist doch jetzt Quatsch, um in Kanada rumzuschippern. Ja, ich gehe ja noch in Richtung Alaska, falls es doch Alaska ist. 4 Sekunden, ne? Ja. Wird schon okay sein. Jesus! Es ist Kanada, aber es ist komplett die andere Ecke. Schade. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall, wenn man das richtige Land hat, da sollte man schon mal, finde ich, Punkte kriegen. Ja.
Aber das ist schon nicht das kleinste Land. Okay, also View Summary alle drücken und dann durchgeben die Punkte. Lieber nicht. Nils, erstmal. Unsere Regie schreibt mit. Schlecht, Alter. Irgendwelche Badges? Noch nie in der ersten Runde. Steht das bei dir dann irgendwo? 5330. Das ist ja richtig furchtbar für dich. Ja, du hast ja gesehen, soll ich machen. Also, Eddie hat was? 5330. Ich habe 10.999. Die magische 11.000-Grenze um einen verfehlt. Wegen fucking Malaysia. Ich habe 12.970. Dann haben wir das alle notiert. Also, jetzt geht's aber weiter und jetzt kommen wieder die Nummern, wo ich wieder verlieren werde. Wir machen jetzt eine Runde, wo wir uns nicht bewegen dürfen. Normalerweise haben wir es mit Places, Famous Places gemacht. Machen wir nächstes Mal auch gerne wieder, wenn unsere Community es erstellt hat. Jetzt machen wir aber eine Map, die auch empfohlen wurde in den Kommentaren, dass man nämlich auch mit World Cities, gib mal oben rechts ein, in der Suchleiste World. Entschuldigen Sie bitte, Browse Maps oder Explorer Mode oder was war das jetzt? Warte mal. Nee, ganz oben auf der Suchleiste einfach mal World Cities eingeben. Mhm. Ne, wurde mir jetzt empfohlen. An Urban World? Ja, nee. So, und nee, World Cities, genauso wie ich das gesagt Wolf Tracker. Hab. Das da, ja, so. World Cities bei Wolf Tracker. Da stellt ihr jetzt bitte ein. Eine Minute hatten wir letztes Mal, ne, Eddie? War das? Ja, eine ich Minute. Weiß ich nicht mehr. Ja. Und jetzt wird gleich die Besonderheit kommen, dass du dich nicht das bewegen ist das darfst. Oder? Ja. Ja. Was? Du wirst wieder, wie lange? Eine Minute. Du darfst dich nicht bewegen nach vorne, nach hinten, sondern du darfst dich nur umdrehen. Und das machst du mit den Pfeiltasten oder auch mit dem Dings, am besten mit dem Pfeiltasten. Und musst dich dann einmal rumdrehen und innerhalb von einer Minute erraten, wo du bist. Und dann wieder mit Map eingeben und so weiter. Gott, ey. Das ist relativ zügig, weil eine Minute ist. Okay, soll ich? Oder? Na, ja. Tu's mal lieber. Eine Minute. Wie bewege ich mich denn? Mach einmal mit dem Mauszeiger so links, rechts. Drehen. Ziehen? So. Es geht nicht. Von links nach rechts? Ey, sorry, das ist meine Zeit. Das ist gemein. Ja. Ich check's nicht. Kannst du dich nicht. Also, wenn du so. So? Ja, so, ja. Ah, okay. Aber jetzt kannst du auch mit dem Pfeiltasten. Das ist voll gemein. Das ist eine World City? Du kannst auch gerne nochmal, jetzt, wo du die Steuerung kennst, kannst du nochmal rausgehen. Auch nochmal neu, komm. Ach komm. Ja, geil. Die 5 Sekunden. Du bist aber nett. Ich will, dass die Leute nochmal wiederkommen in unsere neue Show. Das ist auch eine Stadt. Ja, komm, das ist. Was mache ich jetzt? Jetzt gehst du nochmal oben raus und auf Start Game. Genau. Achso, dann muss ich eine Minute. Minute wieder. So. Wir sind hier, das ist ein super nettes Spiel hier. Super nette Competition ist das. Das einzig nette Competition-Format auf diesem Sender. Flow and Art West End. 07. Facebook, Instagram. Billabong ist Australien. Domino. Also, das ist schon natürlich deutlich schwerer als bei den Sehenswürdigkeiten. Wo fährt der jetzt? Auf welcher Seite? Er fährt schon links, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Kurilpa. West End. Library. Ja, das ist schon nicht leicht. World Cities. Was sind da die Definition? Weil das davor sah jetzt auch nicht aus wie eine Weltstadt. Ja. Was ich. So breit gefächert, ne? Ich habe keine Ahnung. Wie lange, wie viel Zeit habe ich noch? 15, 14, 13. Ja, aber ich finde den nicht dumm eigentlich. Ja, aber durch den Linksverkehr auf jeden Fall sieht schon auch ein bisschen. Guck mal. Stark, Hammer. Alter. 2800. Hammer. Brisbane. Ist für die Runde gar nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Stark, stark, stark. Achtung. Okay, okay, okay. Haben wir schon wieder einen Chrysler. Was ist das hier? Das ist natürlich auch eng, ne? Oh! Nein, das ist lächerlich. Es steht eine original Bewegung, da drauf. So, Eddie, wo ist Philadelphia? Okay, das ist natürlich jetzt geil. Nein, ich meinte das Philadelphia in England. Okay, jetzt versuchen wir es mal. Community College, okay. Das ist sogar diese. Wo ist das fucking College? Scheiße, jetzt holt der wieder auf. Ich weiß es ganz genau. Alter. Ja, das ist natürlich jetzt echt geil. Ich glaube, wenn ich noch einmal verliere, spiele ich nicht mehr mit. 15 Sekunden. Ja, das kann wahrscheinlich dann knapp an die 5000 Punkte rankommen jetzt, ne? 3.
Oh, ah, oh, 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 das war nur ein paar Straßen Pünktchen daneben hier. 609 Meter. Lecker, lecker, lecker. Mega. Verdient, Eddie. Verdient. Ich habe sofort erkannt, dass es Philadelphia ist. Die Straße kenne ich einfach. Scheiße, okay. Let's go. Wie viele Runden spielen wir denn dieser? Ist auch wieder fünf. In West Philadelphia. Born and raised. Historic Hotels of America, das ist auch schon mal gut. Maisonville Hotel. Tropical Island. Das kann man nicht lesen. This bus is for you. Aber es ist wirklich viele Hinweise zumindest. Mir ist aber gar nichts, ehrlich gesagt. Wirklich gar nichts. Mir alles nichts. Long way. So schlechte Qualität. Alles zu. Was glaubst du, was das ist? Ich habe momentan noch gar nichts ausgewählt, eigentlich. Das ist echt schwierig. Das ist schwierig, oder was? Eine Idee, was das sagt. Aber ist denn da garantiert, dass da Hinweise sind, oder ist das jetzt wirklich völlig random? Was hast du genommen? Chicago, weil ich immer Chicago. New Orleans, Alter. Wenn wir in den USA sind. Das hätte ich dir gesagt, dass es New Orleans ist. Ja? Die Häuser mit Mardi Gras, das sind diese Mardi Gras-Terrassen gewesen. Ja. Wo die Damen, die. Jetzt, wo du es sagst und jetzt, wo ich sehe. Na gut. Nils? Achso, nee, es ist nicht gesichert, dass da Hinweise sind, aber. Okay. Gut, schon sehr wahrscheinlich. Aha. Okay, Russland. Das ist russisch, ja. Dankeschön, dass ich kein Russisch spreche. Aber das ist in Snavrovs Navjesnes. Oh, ey, das ist so lächerlich, weil Russland auch so mega. Aber das, guck mal, was ist das für ein Gebäude da? Das ja, da. Ja, das ist halt irgendeine russisch-orthodoxe Kirche. Ah, schade, hätte ich eigentlich wirklich. Ah, come on, Leute. Zumindest Südstaat. Und vor allem, auf was da steht, ist ja wirklich auch kyrillisch, ne? Das ist auch so lächerlich. Okay, es ist irgendein Fluss. Es ist eine Stadt an einem Fluss. Eine russische Stadt an einem Fluss. Okay, also ist gut, also das kannst du ja vergessen. Es ist ziemlicher Murks, ja. Also, null Punkte incoming. Kann auch ein See sein, natürlich. Also, tipp schon mal was, tipp schon mal was. Wie viele Sekunden? Tipp was, tipp was, eine Sekunde. Tipp. Ich hab gedrückt. Boah, das war knapp. Na gut. Ach komm. Nicht viel gebracht. Ja, ich wäre natürlich noch nach Ostrussland weitermarschiert. Ich hab die Zeit nicht im Blick gehabt. Nach West. Westrussland, meine ich ja. Völlig falsche Richtung, Nils, gewesen. Kackwurst, die Ah. Okay, Eddie. Okay. Scheiße, ey. Russland ist so groß. Der wird sauer, wenn ich jetzt vom Eiffelturm stehe, oder? Okay, Islamic Bank. Was haben wir hier alles? Hier ist eine Menge los. In Zurans Berlesen. Alter, das sagt mir gar nichts. Das sieht auf jeden Fall. Auch links wäre es auf Englisch. Das ist Wonderfood. Ich bin hier gerade, ehrlich gesagt. Oh, shit. Das ist was, Ila. 30. Branded Bay. Scheiße, Alter. Ist das eine Überflut hier? Ich habe gar nichts. Ich weiß es nicht. Was könnte das denn sein, Alter? 18. Linksverkehr, The Georgetown. Okay. Ach, keine Ahnung. 10. Keine Ahnung, Alter. Nee, das muss. Ja, das arabische Georgetown in Malaysia. Wahrscheinlich wie in Malaysia, das dritte Mal heute. Mit fucking Malaysia. Was ist mit Malaysia? Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ist das ein Tipp, weil da waren ja jetzt schon wieder so englische Dinger drin. Oder hast du nicht Georgetown irgendwas gesagt? Da stand irgendwas mit Georgetown. Mhm. Das, ja. Georgetown. Okay. Das ist wahrscheinlich oft Malaysia, wenn es so ein bisschen asiatisch aussieht. Krass. Okay. Georgetown klang. Ja. Let's Butterworth. Do this. Ich würde sagen, mal leise. Ey, eine Minute geht echt schnell rum. Ja. Mhm. Linksverkehr. Flughafen Bangladesch. Vom Swiss? Nee, das hat nichts damit zu tun. Der Käse. Dip. Ah, da. Ah, der Nasi, ey. Nee, das kann ich.
Aber es ist Linksverkehr. Sag doch. Changi City? Da ist wieder was da in Malaysia. Ich sag's dir. Ist das hier. Ist das hier. Oder ist das hier mein Süd. Kann es sein, dass die mega krass viel Geogesser da spielen und deshalb irgendwie lauter Leute haben, die dauernd so malaysischen Kram da reinnehmen? Oder Changi oder ist das. Changi, es könnte auch Singapur sein. Aber ist ein Flixbus hier? Also, es könnte was Indonesisches sein, auf jeden Fall. Oder? Oh, Singapur. War gar nicht schlecht. Oh, mega gut. Richtig gut sogar. Ich hab Singapur gesagt, Alter. Ja, aber es war ja. Singapur. Doch, es war Singapur. Alter, willst du mich jetzt verarschen oder was? Es war fucking Singapur. Aber es war ja. Mega gut. Okay, nächster. Alter, ey. So, kommt hier irgendwas, russische Steppe. Leck um hier. Okay, das ist auf jeden Fall Afrika. Beria? Beria? Optik mega. Die Jonah Jutes. Was haben wir hier? Okay. Jaya Motors. So, das kenne ich aus so Live-Leak-Videos, wo so ein Motorrad in den Obststand fährt oder so. Ja. Okay, Linksverkehr. Obwohl, warte mal, ist das nie Afrika? Oman? Bartek? 10 Sekunden. Was, echt? Ja. Scheiß. Kack. Das ist eine Scheißfolge, ja. Das ist eine Scheißrunde. Aber das macht so geil auch. Ja, ist geil. Ich habe keine Thailand. Ahnung. Thailand, ist doch gar nicht schlecht. Das war schon nicht wieder schlecht. Da. Ist schon wieder diese Ecke da und ich hau. Das gibt's doch gar nicht, ey. Bandung. Das ist schon World Cities hier. Indonesien, ja. Das ist echt lächerlich. Na gut. Eddie ready? Immerhin ein paar Pünktchen. Soll ich? Tu es. Okay. Aber ey, ganz ehrlich, hättet ihr da gerade irgendwas gesehen? Nee. Ich bin natürlich ein Asien-Freak, muss man sagen, aber das wäre schwierig gewesen. Mantenimento. Ich habe auch gar nicht hingeguckt, muss ich dazu sagen. Familia, das sieht nach Spanien aus. Hier was. Guetamas. Spanisch wird natürlich in vielen Orten gesprochen. Was könnte hier. Aguas, Reforma, Amores, SL, KL. Schwierig, schwierig, schwierig. I don't know. 20. In Spanien ist natürlich dadurch, dass das Land so klein ist. Also wenn du nach Südamerika gehst oder so, da kannst du ja überall sein. In Spanien ist das Land so klein, dass du wahrscheinlich. Das stimmt. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass die noch so Parameter drin haben, ob es das gleiche Land ist, ob es das Nachbarland ist, aber ich weiß es nicht. Hm. Ich glaube, sie gehen nicht nur nach Kilometern. Ja, immerhin. Das ist Valencia. Valencia! Valencia! Gut, nächste Runde. Spanische Stadt war ein guter Tipp, aber welche dann genau? Rechtsverkehr, afrikanisch, also nordafrikanisch. Hier haben wir Schuss, hier haben wir Lagos, das ist doch nicht Afrika. Da steht's doch. Lagos. Willst du denn noch? Du weißt nicht, wo Lagos ist, aber es ändert nichts daran, dass es Lagos ist. Hä? Das ist doch kein Land. Doch. Will ich einen Tipp geben? Nee. So eine Stadt Lagos, oder nicht? Ja, es geht ja auch um Megacities. Ich wollte gerade sagen. Deswegen ist ja kein Land. Ja, nein, aber also, es ist auf jeden Fall nicht in Afrika, das kann ich schon mal sagen. Es ist in. Ja, ja. Soll ich sagen? Ja, ich meine, ja, du kannst natürlich sagen, aber. Sogar aber es ist auf jeden Fall falsch. Die Hauptstadt sogar. Ist auf jeden Fall falsch. Ist gut für uns. Ja. Ich sag's dir. Jetzt bin ich komplett verwirrt, ey. Ah, Mann. Es geht. Was? Geil. Es ist sogar Nigeria. Nee. Da. Wie komme ich denn dann darauf, dass Lagos in Vietnam ist? Oder ist Lagos. Ja, lass es mal bitte ganz kurz nicht komplett dumm sein hier gerade. Gibt es mehrere Lagos? Doch, Nigeria. Geil. Scheiße, siehst du mal. Krass, du bist ziemlich. Hast du ihn fast? Ich hätte ihn fast komplett verwirrt. Ja. Aber wie komme ich denn darauf, dass Lagos in Vietnam ist? Lagos, Vietnam. Ich google das jetzt, so wie man es immer macht mit Argumenten. Kambodscha. Irgendeiner wird schon geschrieben. Siehst du, Lagos, Vietnam, reicht Entfernung. Für schon. Entfernung, ja.
Ja, dann kriegen wir auf Entfernung. Ja, okay, ist halt einfach nicht. Ach, einfach stark, einfach geil. Ja, war super. Hast du gut gemacht, Lasi. Geile Tipps auf jeden Fall. Ich muss den mal raussuchen jetzt von dem. Nee, beim nächsten Mal. Soll ich nochmal machen jetzt? Ja, keine Tipps. Ja, ja, klar. Ja, Nils. Scheiß die Wand an. Ist das wieder irgendwas Afrikanisches? Laos habe ich gemeint, genau. Ah. Scheiße. Ah. Das wäre wiederum ein Land gewesen. Oh, das kennt man, die Türme da. Tut, Inflation, Tut, das ist Elfenbeinküste. Oder? Diese Türme hatten wir schon mal hier in der Sendung, meine ich. Echt? Oder? Warte mal. Ja, die kommen mir auf jeden Fall bekannt vor. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht. Ich auch nicht, aber ich habe die trotzdem schon mal gesehen. Egal. Das ist, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich meine. Ich will nichts Falsches sagen. Fuck, ich wollte eigentlich Elfenbeinküste nehmen. Da ist die Elfenbeinküste. Abidjan, nehmen wir das mal. Bevor ich mich wieder. 10 Sekunden. Nee, das ist. Sind bestimmt Sehenswürdigkeiten, diese Türme. Oder sind es einfach nur. Keine Ahnung. Das war's. Ah, ich war in Senegal, er ist richtig, fick die Hände! Scheiße. Das gibt's doch nicht! Du warst genau drauf! Ich war genau drauf! Diese Kacknasigkeit, ey! Ist, oh Mann, ey! Das werden wahrscheinlich 4.900. Oh, wie kann man so scheiße sein? Zeige ich dir jetzt. Pass auf. Ah. Tut mir fast ein bisschen leid. Ja, mir auch. Das Achtung, Eddie ist schon wieder drauf. Was Westliches hier. MonikaRusch.com. Little Italy. Mhm. Little Italy. Gibt's ein Little Italy in Italy? Live ja. Music. Das ist ein Schuhladen. Cocktails, Wines. Hex 49. Das sieht. Argentina. Hm. Argentina stand da gerade. Ich glaube. Hey. 15 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, Alter. Im Zweifel Malaysia. Ja, wirklich. Ist links verkehrt? Es gibt auch in New York auch ein Little Italy. Ja, es gibt überall. Hey, du bist getraveled. Oh, fuck, wo war das? In Spanien. Spanien. Barcelona. Hey, da war ich eben. Hm. Sieht nicht gut aus, Eddie, mit deiner Titelverteidigung, aber es gibt ja immer noch das Finale und da ist alles wieder. Aber auch gemein. Little Italy und ein bisschen Barcelona. Ja. So, das ist, ich kenne meine Schriftzeichen, sind die doof? Aquila hätte mir eigentlich sagen müssen, dass das Spanisch ist, Alter. Scheiße, ich kannte. Ich sogar mal selber noch vorgelesen. Das ist. Ich kannte mal meine Schriftzeichen. Ich bin so drauf heute. Jesus, das ist schon echt. Kein reiches Land. Oh, was war das denn nochmal? Das ist doch. Das habe ich doch letztens erst noch gelernt. Du lernst für dieses Format? Ja, weil die Leute immer was drunter kommentieren und dann merke ich mir das. Na, aber das ist Vietnam. Nee, das war was anderes, Leute. Das sieht auch nicht Vietnam aus. Ey, ich finde, eine Minute ist zu kurz. Ich sag's, wie es ist. Ja, aber es ist doch geil, oder nicht? Ja, nee, man muss sich auch mal ein bisschen reinlesen können, wenn du schon nicht bewegen kannst. Eine Minute, du könntest gerne auf. Du hast ja alleine schon 30 Sekunden, um die Stadt zu finden oder so. Dann hast du 30 Sekunden. Warte mal, ey. Was hast du jetzt geklickt? Bangladesch wär's gewesen. Und wo warst du? Ich habe Thailand gesagt, aber ich war mir. Ja, aber mega gut. Ja, aber die Schriftzeichen hätte ich natürlich erkennen müssen. Ja, also ganz klar, natürlich. Ja. Das kann ich mir nicht erlauben als verflixte Klicks Hero. Okay, weiter geht's. Oder? Geht mal eine Runde. Okay. Ja, wir können auch 2 Minuten machen. Ah, das ist irgendwie auf jeden Fall Mamiladen, Deutschland, irgendwas hier. Was ist hier los? Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas vergesse, gehen wir erstmal schön mal nach Deutschland. Wo nehme ich? Ich gehe mal einfach mal nach. Irgendwas hier. Alter, da verlierst du jetzt die Zeit, oder was? Weil du. Nee, ich setz schon mal. Ist doch egal, ich muss ja dahin. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich liebe das Spiel ein bisschen auch. Ja, komm, man hat 20 Sekunden verbraucht jetzt gerade. Ja, ich muss ja da. Ja, einfach den Haken Deutschland und weiter suchen. Ah, oh, man sieht das nicht.
Vielleicht ist es auch Bayern, aber das sieht irgendwie so ein bisschen norddeutsch aus. Das sieht echt ein bisschen aus wie Spandau, Alter. Plus. Illy. Nee, das ist nicht. Das ist nicht. Ein bisschen aus wie Spandau. Ein bisschen weiter. Ich gehe ein bisschen, weil Illy ist nicht norddeutsch. Das habe ich noch nie hier irgendwie gesehen. Was ist das? 1 Euro plus. Die Wand an! Ach, wo ist das denn? Naja, das ist Österreich. Halt, ist wieder in Kärnten, oder was? Ja. Trotzdem 3000 Punkte, Alter. Ach, wirklich? Ja, aber es ist halt wirklich, weil die Entfernung natürlich trotzdem gering ist, aber siehst mal, wie klein Europa ist, aber es ist natürlich frech, dass es wirklich die südlichste deutschsprachige Grenze ist, ne? Ja, ja. Und ich ja wirklich schön hier im Norden da noch bin. Ja. Also, na gut. Die mit Kärnten, das wäre so ein Insider. Vergleichsweise. Weil du daherkommst. Ich bin Insider gewesen von der ersten Folge und das mögen die Zuschauer mal, wenn man so Insider nochmal anspricht, weißt du, das ist immer ganz gut. Musst du in Zukunft dann drauf eingehen, wenn ich es. Oh, es ist schon vorbei. Nee. Nee, du hast noch einen. Du musst nächste Runde spielen. Einfach. Ach so, nee, das war der letzte jetzt. Okay, alles klar. Wegen Insidern in Zukunft einfach, ne? Ja, ja, halt doch mal jetzt deine scheiß Kackfresse, Alter. Nicht bewegen, einfach gucken, wo du bist und dann eine Schätzung abgeben. Aber das sieht auf jeden Fall kommunistisch aus hier. Aber wer ist das? Nils. Wer ist es? Das ist Emil Gruber. Vom FC Nürnberg? Hat der sein Essen auf dem Tisch liegen lassen? Nee, ich dachte gerade, das sah aus, als wenn da irgendwie so eine Platte Essen auf dem Dach ist. Ist aber nicht. Ich habe mal mein iPad auf dem Autodach vergessen. Wirklich. Oh. Ja, geil, Alter, macht er wenigstens die Fotos scharf hier. Woher soll ich denn wissen, was das für eine Kackstadt ist? Mal sofort, finde ich. Vielleicht Kapstadt. Kackstadt. Das ist irgendwas Russisches. Ja. Herzlich willkommen. 17 Sekunden. Minsk. Das ist Weißrussland. Lagos. Kasan. Vielleicht ist es Kasan. Oh. Keine Ahnung. Oh. Nicht schlecht. 837 Punkte. Es war natürlich Kirgistan. Kirgisistan. Und die Stadt heißt, wer kennt sie nicht? Bishkek. World City Bishkek. Du Keck, du. Gut, nächste Runde. Ja, komm, Alter, was ist denn hier? World Cities hast du uns versprochen. Ja, das hat mir jemand in den... Was ist denn Bishkek für eine World City, Alter? In den Kommentaren geschrieben. Es heißt ja nicht Weltstadt, es heißt einfach nur Städte der Welt. Okay, geile Einschränkung. Krishna Kalinski, Obchia Kurun. Ja, viel Spaß mit Obchik Kurun. Stalina Rastorjades ist doch nicht türkisch, wie ich ursprünglich dachte. Rombruteska Optika. Yara. Yalla, yalla. Was haben wir hier? Ne, türkisch ist es nicht. Quatsch jetzt nochmal. Aber das ist. Totalina Rasetaya. Totalna. Nee. Ich bin immer noch ein bisschen. Mach mal eher hier oben, falls es da doch noch Richtung Osteuropa. Nee, schwer. Schwer. Aber das macht doch den Reiz auch aus, so ein bisschen. Ja, Kroatien. Ja, wieso kriegt ihr immer, ihr seid in drei Länderligen dazwischen und ihr kriegt immer noch so viele Punkte? Das sind 1500 Kilometer. Ich habe das eingestellt, ja, dass ich mehr Punkte krieg. Ich finde das irgendwie komisch, die Punktvergabe. View Summary, alle? Mhm. Und fandest du es letztes Mal eigentlich auch komisch, die Punktevergabe, als du gewonnen hast? Das vorletzte Mal. Ich habe 12.766. Uns hier. Ich habe 9.835. Ich habe 8.108. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgeschnitten? Das war ein bisschen schnell gerade. Malaysia hat. Und meine Punktezahl war ja doch sehr hoch. Da muss man ja schon lange tippen, bis man das eingegeben hat. 12.766. Was? Lange Tippen. Also, lange Titten. Habt ihr das, Regie? Sagt's einfach rein, wir brauchen keine. Cool. Was passiert jetzt noch? Jetzt kommt die letzte Runde, das große Finale. Und zwar machen wir das in der Runde, für die schnelle Runde, machen wir Urban Cities für schnelle Runde. Muss ich das eingeben wieder oben? Was geben wir ein? Wartet mal, wir machen das ja jetzt zusammen. Eddie, du hast ja gekauft, ne? Urban Cities of the World? Ich hoffe, das ist. Also, du lädst uns ein? Es wurde mir empfohlen. Oder machen wir lieber Urban World, komm. Was? Ich lade euch sowieso ein, das heißt, ihr müsst gar nichts machen. Ich mache nichts. Play, Challenge. Und wir machen tatsächlich nur. Ja, gut, letztes Mal haben wir 40 Sekunden gemacht. Mach eine Minute. Ja?
Nils? Dann haben wir halt keine superschnelle Runde, ne? Machen wir 10 Sekunden weniger? 50 Sekunden. Okay. Ich weiß nicht mehr, was jetzt passiert. Ist das gleich wie eben, oder was? Nur mit. Nee, jetzt darfst du dich wieder bewegen. Nee, komm, wir machen das so schnell, ey. Scheiß drauf. 40 Sekunden. Es ist super random. Jetzt einfach irgendwie machst du. Es ist super random. Alter. Ja, dann lad rein. Ja. 40 Sekunden Challenge. Invite my friends. Ich hab diesen Freund und ich hab diesen Freund. Wenn ich jetzt auf Start Game drücke, hoffe ich, dass es bei uns allen erscheint. Und dann eine, oder was? Oder direkt mehrere hintereinander? Warte mal, wir testen es erstmal, ob es geht. Öffnet sich das bei euch? Ja. Nee, oh, 1 hour ago. Nee, machen wir Nummer 9. Warte mal. Öffnet sich nichts. Oben in den Notifications. Oben Notifications. Du hast was. 1 hour ago. Ja, ja, das ist von Tom. Nee, warte mal, ich drück mal auf Start Game. Ja, und dann. Ist bei euch auch gestartet? Nee. Nee, wir müssen ja erstmal irgendwie das akzeptieren, ne? Oder? Vielleicht muss ich erstmal wieder zum Hauptmenü oder sowas. Also bei mir ist hier nichts gestartet. Ja, geht mal auf oben links, GeoGuessr. So. Rense. So, ja, probier nochmal. Ich mache nochmal eine neue Runde. Moment. 40 Sekunden. Wenn das nicht geht, müssen wir kurz Werbung machen, aber wir versuchen es noch einmal. Dich ausgewählt. Start Game. Guck mal hier bei Ongoing Games, your account. Ongoing Games. Wo siehst du das? Da. Da. Und wenn ich jetzt auf Start mache, seht ihr was? Nee? Wir machen eine ganz kleine Werbepause. Wollten wir sowieso machen. Jetzt ist es da. Ja? Ja, ja. Das müsste bei dir auch sein in den Notifications. Except? Start okay, Game? Start Game. Scheiße, bei mir hat es halt jetzt schon angefangen. Okay, bei mir egal. Auch. Die sind gleichzeitig, ne? Ja. Okay, ja, yeah, let's go. Keine Werbung, like trotzdem schon mal das Video. Was geht? Scheiße, und ich habe ja gar nichts. Gib mir wenigstens einen Tipp. Können wir mal die Zeit irgendwie sagen? Ihr dürft euch auch bewegen. Noch 10 Sekunden. Ach, wir dürfen uns bewegen. Man darf sich bewegen? Ja. Jetzt war falsch. Fuck. Wann ist vorbei? Bei mir ist jetzt schon mal die erste Runde vorbei. Ja, woran sieht man das denn? Warte mal. Oben rechts siehst du 8 Sekunden, 7, 6. Die zweite Runde fange ich erst an, wenn ihr fertig seid. Okay, ich lass. Ja. Okay. Habt ihr alle? Ja. Ja. Aber was ist denn jetzt hier was? Sehen wir das jetzt nicht? Also ich sehe eine Abrechnung jetzt bei mir. Okay. Aber nur von euch? Ich führe. Ja, ich war am nächsten dran. Ich habe Mumbai eingegeben, aber es war Bangladesch. Aber spielst du nur gegen Nils, kann es sein? Ja, tatsächlich, ja. Oder? Wartet mal, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich habe gerade das hier getippt, das seht ihr. Ich habe hier da irgendwo hingetippt, das mache ich jetzt noch mal in dem neuen Spiel, Going Games. What? Ich bin nicht drin bei euch. Ja, aber dann müssen wir doch eh neu machen, oder nicht? Ja gut, zweite Runde. Ja, nochmal neu einladen jetzt hier. Okay, nochmal neu. Ist about to start. Warte mal, Halten fest, ich habe gegen Nils gewonnen. Das ist alles, wir hätten was doch noch einmal müssen. Pause machen sollen. Ich weiß nicht, wie das geht, dass ihr jetzt gleich eine scheiß Benachrichtigung bekommt. Das hat doch eben auch geklappt. Ich weiß nicht, ich gehe nochmal raus jetzt hier. So, schick. Wir müssen halt einfach schnell, also es ging ja eben auch. Wir haben, Eddie und ich haben ja auch nichts. Naja, aber ich war nicht mit drin. Irgendwie. Ja, das ist natürlich dann. Mach jetzt mal aktualisieren. Die Seite aktualisieren. Okay, sorry. Leute, wir wachsen hier bei. Ja, das klappt. Zum Beispiel was. Das klappt. Warte, also, invite to play. Ja. Start Game. Accept. Ich habe halt zwei von dir. Mach du auch mal das obere. Accept. Start Game. Okay, 3, 2, 1, let's go. Sorry, Leute, aber beim nächsten Mal sind wir schlauer. Okay. Achso, man darf sich auch bewegen jetzt? Ja. Sag mal was. Wo sind wir? Sag mal die Zeit. Oben rechts siehst du es nicht. 30 Sekunden, 20 Sekunden. Ist die Scheiße. Oh. 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 Von innen nach außen, Alter, von drinnen nach draußen. Oh. Ich bin durch. Was? Der hat noch mehr als ich, das darf nicht wahr sein. Nee, der hat weniger als ich, wollte schon sagen. Wir spielen wieder nur zu zweit, oder? Ja, aber Leute, jetzt, also. Ah, nee, da steht immer nur ich und der Leader, okay. Ah, okay, ich hab einfach mal motherfucking 4.996 Punkte, Leute. Hammer. Ja, ich hab 4.569 Punkte. Das ist viel, viel weniger als ich hab. Ich hab 4.409. Okay, next round, ready? Ja. Go. Aber das wird jetzt wieder alles gezählt, ja? Ja, ja, ja. Alles zusammen gezählt. Ach du Scheiße. Holy shit.
Ja. Wer sagt die Zeit? 17. Holy shit, das ist doch wieder. Jetzt seht ihr auch mal, was passiert, wenn alle gleichzeitig spielen. Nichts. Schautechnisch nichts. 4 Sekunden noch. Es wird schon schlimm. No! Was? Was? Ja, hab ich gewonnen. Das war doch scheiß Linksverkehr, oder nicht? Ich dachte, Linksverkehr ist nur im Süden. Voll geil von mir. Wo war's denn jetzt? In Kenia. Kenia, scheiße. Aber ich hab mal ganz schön weg. Scheiße. Okay. Nächste Runde, Leute. Wow, das geht ja hier. Zack, auf zack. Auf die Plätte, fertig, los. Let's go! Oh, nee. Scheiße. Was ist das denn, ey? Wieso sagst du denn da I? Nice. Das ist super schwer. Wie soll man das in 20 Sekunden erraten? Oh, ich gehe voll in die Baustelle rein. Oh. Yes! Hast du genau getroffen? Nee, aber 4524. Bei mir steht, dass ihr noch gar nicht gegessen habt. Naja. Hampton. Wird schon alles irgendwie klappen. Ja, ich war auch sehr nah dran. Ich bin immer noch in der Führung. Spiele ich überhaupt mit euch? Keine Ahnung. Nächste Runde. Auf die Plätze. Fertig. Los. Scheiße. Schöne Stadt aber, ne? Sechs Sekunden. Fuck. Ah, fuck, ich hab keine Ahnung. Ah, warte. Was? Ah, yes. Oh, what? Linksverkehr. Ja, deshalb war ich in England. Ja. Ach so. Und du? In Australien. Ja, und? Du hast uns echt nicht angezeigt, kann es doch, oder? Ich habe nur 1100 Punkte für diese geniale Schätzung bekommen. Und Nils und ich waren bei, man sieht... Ach, the leader. Wir waren nah beieinander. Du warst bei Liverpool, ich war bei Sheffield. Okay. Nächste Runde? Ja. 40 Sekunden ist nichts, Alter. Letzte Runde auch, tatsächlich. Oh, schön aber. Schön. Leute. Dumm. So, ich hoffe. Warst du gut, oder was? Ja. Yes! Haha! Wir alle in Südfrankreich? 4907, ja. 4995. Ehrlich? Mhm. Ja. Hammer. 4800. Gut, View Summary, Leute. Hammer. Congratulations. Achso. Oh. 12.450. Ich hab gewonnen. 13.000. Nein, ernsthaft? Ich hab 15.152, oh. Bitch. Wieso steht da... you're in the lead. Bei mir steht, ja, vielleicht, weil du wirklich alleine auf der Karte warst, aber da wir die gleichen gespielt haben, ist es egal. Ja, dann gehen wir es nochmal durch. Nils, 15.152. Das kann doch gar nicht sein. Stark. Gewonnen hab. Eddie, ah, da sieht man's, guck mal, da ist die, ja, Summary komplett, da sieht man's. Goal. Wenn wir mal Eddie abgreifen eben. Eddie, 12.450. Oh, ah ja, da sieht man's. Genau, und ich hab nochmal 13.321. Also, erstmal, Nils, bevor wir die Ergebnisse bekommen, wie hat es sich für dich angefühlt heute? Das macht Spaß, das ist schon, oder, lustig. Also, es ist natürlich auch manchmal ein bisschen Glück, tatsächlich, was man serviert bekommt, aber ja, es ist sehr detektivisch und das macht schon Spaß. Das ist nicht komplett random. Man kann echt viele Hinweise so aus der Umgebung ziehen und ja, schon ein lustiges Format, ja. Ich finde, das macht es ja auch so ein bisschen lustig, dass es teilweise einfach total unfair ist. Der eine ist irgendwo in the nowhere. Ja, aber man kann sich ja immer so ein bisschen helfen, wenn man es kann. Ja.
Aber man merkt schon so mittlerweile, man wird besser. Ne? Also im Sinne von, du merkst so gewisse, also das hilft tatsächlich so ein bisschen mit so gewissen Eindrücken, Bäume, Schriftzeichen. Und ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, in diese Kommentare noch mal reinzuschreiben. Vielen Dank noch mal an euch da draußen, dass ihr uns da immer so wertvolle Tipps hinterlasst. Und dass es sowieso auch so gut ankommt bei euch. Ganz viele Likes haben wir schon bekommen. Das könnt ihr jetzt natürlich weiterhin machen. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, habe ich es endlich geschafft, meinen großen Erzfeind Etengade zu schlagen? Ich glaube fast ja. Wollen wir mal das Scoreboard sehen, bitte? Könnt ihr das schon einblenden? Oh, wenn ich jetzt verloren habe, wie richtig Ärger. Alter, Nils, wie bist du denn noch so rangekommen? Ja, die letzte Runde war ganz gut, aber davor habe ich halt, ich habe eine Runde halt, wie man sieht, ziemlich verkackt, ne? Jesus. So, das war Malaysia Gate. Boah, hätte ich mich jetzt geärgert. Also, ich habe tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger, das bin ich, Lars Pausen. Eddie, hast du nicht schlecht gemacht. Aber man kann nicht immer gewinnen. Oh, ich bin so glücklich, dass ich es endlich mal geschafft habe. Ich habe so lange die Regeln geändert. Sehr gut. Hast du eigentlich nur Südostasien wahrscheinlich. Ich habe sie in der ersten Runde halt komplett verkackt. Also, ihr habt da draußen natürlich sicherlich noch viele gute Tipps, was wir spielen könnten, welche Maps wir spielen könnten. Wenn ihr eine Map selbst kreiert, sagt uns noch mal, welche Map ihr kreiert habt. Wenn ihr es ist so weird, dich da auch noch mal in diesem Spiegel anschauen zu können. Ach, soll man nicht, ne? Hier ist genau, Corona, wenn ihr sagt, das war gar nicht verkehrt, dann lasst ein Like da und unterstützt uns über den Rocket Beans Supporters Club. Geht alles genau in die Taschen von Nils und Eddie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nächsten Montag wieder Etienne und ich haben einen neuen Gast. Mal gucken, vielleicht wieder Nils. Ich habe noch keinen angefragt. Bis dann. Ciao. Tschö. Nils, hast du Zeit?